Sicher braucht man gewisse Regeln, die der Staat aufstellt. Aber als Unternehmer ist das so, dass man sagt, ich nehme mein Leben selbst in die Hand, so wenig Staat wie eben möglich. Also ich brauche keine Kontrolle, ich kann meinen Betrieb selber kontrollieren. Ich habe nur das Pech als Handwerksunternehmer, ich kann nicht ins Ausland wechseln, ich kann nicht meine Produktion nach Asien verlagern. Das Steuersystem muss einfach vereinfacht werden. Der ganze Bürokratismus muss zurückgefahren werden. Es kann nicht sein, dass man seine Steuer abgibt und da gleichzeitig mit dem halben Bein im Gefängnis steht. Das Thema Erbschaftssteuer ist ja eine Sache, die jeden Familienunternehmer in Wallung bringt. Man arbeitet sein Leben lang, bezahlt auf alles, was man tut, seine Steuern und trägt die Verantwortung für Mitarbeiter, will den Betrieb übergeben. Und eine neue Generation muss dann erstmal schauen, wie kann ich das denn überhaupt finanzieren? Und so wird dann praktisch der Übergang eines Betriebes zur Bürde. Soziales Verhalten steckt ja in jedem Unternehmer. Man hat ja auch Beziehungen zu den Mitarbeitern. Man kennt die Familien, man kennt die Kinder. Wir haben ja schon Mitarbeiter in der dritten Generation, die hier bei uns arbeiten. Mein Name ist Klaus Koch, ich bin 57 Jahre alt und ich bin freier Demokrat.